Ich verstehe das nur bedingt, aber Zulamin nimmt das zum Anlass, Nein zu sagen. Ja, Und zwar, alle Fälle. sie schüttelt den Kopf. Ich verstehe diesen Handel nicht und wir danken euch für euer Angebot. Wir müssen das mit dem Rest der Heptarchentöter besprechen. Er nickt. Und dann nutzt sie Richtig. sehr entschieden die anderen beiden in Richtung Tür. Die Dame hat gesprochen. Wir kommen noch einmal auf euch zurück. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, die Diener, die Leibdiener in den goldenen Seidengewändern führen euch wieder nach unten und es wird wieder dunkler. Ja, also nichts mehr mit Gold ausgekleidet. Das war eben. Also Praios steht ja viel für Gold, aber das hat eben gar nichts Praios Gefälliges an sich. Und dann seid ihr froh, wie ihr wieder unten in diesem düsteren, in dieser Piratenfestung steht, mit den schwarzen Hölzern und könnt dann sehen, wie sich gerade wohl Dolgur, der Inquisitor, mit Korrigan unterhält. Es gibt wohl nur einen abfälligen Blick in Richtung von Yala, der geht dann nach draußen und unterhält sich da wohl mit anderen Kultistinnen und geht dann wohl ab, während Korrigan wieder auf euch zutritt. Aber ich habe euch nicht gesagt, dass er ein Schwein ist, hä? Ihr habt seine Präsenz unter den Tisch fallen lassen. No, Senor, ich habe gesagt, er ist ein. Man kann sich Blut nicht aussuchen, ne? Ich Aber. verstehe, wieso er wenige Freunde hat. Ich fahre gerne zur See, versteht ihr? Um weg zu sein, ich verstehe. Si, si, Senores. Also gut, ich habe schon gesehen, dass eure Freunde dort draußen warten, ne? Aber mir ist auch wieder da. Ich hatte gesehen, dass er von den Wielmanns kam. Er hätte doch sagen können, dass er Angst hatte, sich mit mir zu messen, ne? Ich habe kein Ja. Problem mit Asian. Er hat angefangen mit seinen Sticheleien wie ein kleines Kind, ne? Aber Caragon, wir wollen doch nicht, dass sein Ego darunter leidet. Also, ich mache irgendwie eine beschwichtigende Geste mit der Hand, so im Sinne von Piano. Ah, gut. Ach, und lasst ihn doch seine Sonnenuhren anschauen oder was auch immer die da im Garten haben. Ja, Oh das ist ja. sicherlich sehr interessant gewesen, ne? Eine schöne Rotze oder eine Sonnenuhr, da weiß man nie genau, was man lieber gucken soll, ne? Und Coragon unter uns. Abelmir ist ein wirklich hervorragender Magier für einen Menschen. Aber als Kapitän, naja, er kennt sich nicht so gut mit Seefahrt aus. Vieles macht die Alan für ihn, deshalb. Nun, er ist ein hervorragender Verwalter, wenn man ihn endlich dazu motivieren kann, die Bücher zu führen. Deshalb stichelt nicht zu sehr gegen ihn. Ich habe nicht vorzustechen. Ich weiß, wie es ist, wenn man mit einem Kapitän fährt, der nicht weiß, wie Norden und Süden ist. Damit meine ich nicht Kapitän, sondern Admiral. Also sowohl Vareno, von dem er wohl gerade kam, sondern auch die Zornbrechter war genauso beschissen. Nun, Ja, unter uns, Madre. wenn unser Kamerad da drüben Erfolg hatte, könnte es sein, dass bald ein winzig, winzig kleiner Posten frei wird. Ich meine auch, dass viel, Na, Chantal hat Last. bereits anklingen lassen, dass sie euch einen Auftrag gegeben hat, eh? Hervorragend. Dann sind wir bereits beide informiert. Müssen wir also wieder etwas unsere Mächte spielen lassen, eh? Also gut, aber das ist nicht euer Belang. Dann, meine Herren, Jalan, Bortax und dann greift er Sulamin an der Hüfte, zieht sie so ein bisschen ran und du hast kurz das Gefühl, wie er dir einen Kuss geben will. Dann drückt er dich einfach nur herzlich und diese Antäuschen, oh, dieses Kribbeln in der Luft, so dieses Verbotene, einfach einen Kuss aufdrücken und dann einfach nur dich umarmen wieder. Das ist so, puh, man spielt mit dem Feuer, aber er weiß wie. Kann er nicht mich umarmen? Signora, es war schön, Coragon. dass ich euch wieder einmal in meinem Hause begrüßen durfte. Ihr dürft jederzeit wiederkommen, ne? Nun, Coragon, ich kann euch jedenfalls versichern, dass ihr wesentlich angenehmere Gesellschaft wart als die Wilmans. Ich beneide Abelmir nicht um diesen Nachmittag. Oh ja, das stimmt. Sie sind in der Tat anstrengend. Ein wenig. Nun, Interessant, aber anstrengend. wenn ihr noch einmal meine Rotze sehen wollt, dann kommt vorbei. Einen schönen Abend Oh, noch. ihr habt hier Rotzen? Die würde ich mir bei Zeiten sehr gerne anschauen. Oh, Corleone verdreht die Augen und geht. Ich denke, er ist ein wenig eingeschnappt, weil die Rotzen bei uns auf dem Schiff noch mal größer sind als seine. Nee, das stimmt nicht. Also, den Fund, was er da verschießt, da schießt er Ja, von hier bis nach Selem. das kann ja Jalan sagen, Boltax weiß es ja nicht. Ja, okay, gut. Ach so, nun, das Vielleicht kann ist ich es verstehen. metaphorisch gemeint. Gehen wir zu Abelmeer, er schaut schon misstrauisch. Ja, lasst uns gehen.
Ah, Aolmir, da seid ihr ja. Wir haben garantiert nicht über euren Hut gelacht. Nein, wir haben euch in höchsten Tönen gelobt. Warum sollt ihr über meinen Hut lachen? Deswegen, es gibt keinen Grund, ihr habt vollkommen recht. Ich habe gute, gute Nachrichten für uns alle. Auch? Ja, ihr werdet euch freuen. Also, hast du endlich einen Termin bei dem Schwertmeister für uns erhalten können? Und bei das sind nicht die guten Nachrichten. Nicht nur ein diamantes Gesicht, wie es vor Angst schon voller Freude erzittert ist. Wir nehmen an den Blutspielen teil. Ja, das ist scheiße. Ich weiß nicht, was. Ich dachte, du darfst nicht in der Arena kämpfen. In der Arena, das ist doch langweilig. Ich weiß nicht, was ein solches Blutspiel ist, aber Diamantes hier sieht nicht gesund aus. Wir haben etwas Ähnliches bei uns im Stamm, oder? Das nennt sich nicht die Blutspiele, sondern die Knochenspiele. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähnlich funktioniert. Man haut sich so lange den Kopf gegeneinander, bis der eine sagt, es reicht. Nein, es funktioniert folgendermaßen. Also ich und ihr auch, weil ihr zu mir gehört, wir versuchen zusammen den Patriarchen umzubringen. Das klingt ja nach einem wunderbaren Spiel. Und die anderen 49 Basaltfäuste versuchen uns aufzuhalten. Also bist du der Einzige, der dann versuchen soll, den Patriarchen umzubringen? Ja, und ihr auch. Freut ihr euch nicht? Warte. Wieso mögt ihr euren Patriarchen nicht mehr? Nein, das sind die Blutspiele. Es geht immer darum, ich habe ja sehr viel Wissen über die Festung. Und wenn jemand mit diesem Wissen angreifen würde, ob er durchkommt. Ich verstehe nicht ganz, was wir davon haben. Ihr macht mit? Ja. Ich verstehe. Das ist quasi eine Aufgabe, die dir dein Großmeister gestellt hat. Ja. Und es ist deine Verpflichtung, das zu machen. Und deshalb willst du diese Verpflichtung mit uns teilen, weil wir gute Freunde sind. Richtig. Nun, doch nachvollziehbar. Außerdem ist es eine sehr große Ehre, an den Blutspielen teilzunehmen. Nicht viele überleben, müsst ihr wissen. Die meisten sterben. Und unter der Annahme, dass sie nicht sterben, bringen sie dann den Patriarchen um? Ach so, ihr glaubt, ihr könnt gewinnen. Nein, ihr könnt nicht gewinnen. Und wenn es nichts zu gewinnen gibt, Rafim, warum sollten wir dann dort teilnehmen? Naja, weil die Teilnahme schon Ehre genug ist und je nachdem, wie weit wir kommen, umso mehr beeindrucken wir den Patriarchen. Oh. Ihr wolltet doch mit dem Schwertmeister am Buron-Tempel reden. Das ist das Ziel. Wenn wir so weit kommen, dann werdet ihr auch euer Gespräch führen können. Also wenn wir dann alle mit gebrochenen Knochen und Körpern am Boden liegen und man uns vielleicht leben lässt, dann könnt ihr mit ihm sprechen. Ich bin dabei. Kurz gesagt, wir könnten auch vom Rabenfelsen springen, ja? Ja, also das würdet ihr wahrscheinlich überleben, da habt ihr jetzt nicht Unrecht. Aber es ist eine große Ehre, auserwählt zu werden und ich freue mich so, dass ihr alle mitmachen dürft. Kaseda hat davon profitiert, vom Rabenfelsen zu springen. Rafim. Ja. Aber wenn wir einfach durch die Erde gehen und den Palast, also in eurem Boron-Heiligtum landen, und dann haben wir ja quasi schon gewonnen. Naja, wir müssen danach die Wachen im Palastraum besiegen. Ja, aber das sind ja nicht alle 49, oder? Naja, ich denke, das werden so um die 10 sein. Die sind in etwa alle so gut wie ich. Ja. Einige sind etwas besser. Nicht so, damit wir nicht fertig werden können. Ich denke auch. Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Wenn wir durch die Erde gehen, werdet ihr keine Metallwaffen dabei haben. Ich habe nicht vor, durch die Erde zu gehen, Zauber. Naja, Boltax, kannst du auch durch Tunnel gehen? Warum durch Tunnel? Durch Tunnel kann ich normal gehen. Mit meinen beiden Zwergen. Ja, der Berg ist sehr löchrig. Oh, das wusste ich nicht. Das könnte in der Tat ein Problem sein, wenn viele Hohlräume, viel Luft dort drin ist oder gar Tunnel und Gänge. Nein, das würde vermutlich nicht funktionieren. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Plan, weil umso weiter wir kommen, umso mehr Beeindruckung mit den Patriarchen, umso mehr Geld kriegen wir. Ihr könnt sehen, wie eine Basaltfaust auf euch zuläuft. Hey, Rafim, fangt ihr schon an? Ach, nein. Wir planen erstmal. Ach so, du kannst so sehen, wie er wohl seine riesige Sichel schon gezogen hat und euch gerade angreifen wollte. Ach so, ich dachte, du hast schon angefangen.
Ja, nein, nein. Ja, wir sollten jetzt aber vom Silberberg runtergehen, bevor uns noch irgendwer mit der Abalone beschießt. War herrlich. Wann fangen die Spiele denn genau an, Herr Basaltfaust? Jetzt oder nicht? Keine Ahnung, musst du Rafim fragen. Rafim, wann fangen sie an? Sobald wir angreifen. Dann gehen wir lieber, bevor man uns noch... Auf jeden Fall jetzt Silberbergverbot. Ah. Aber ich komm wieder. Naja, glaubst du. Und die letzten vier sind übrigens gestorben. Ich hoffe, wir haben gute Chancen. Also ich hab ja schon bei Rodrigo gewettet. Ich sag 5 Dukaten, dass du beim Fahrstuhl vielleicht ans Wasser fällst oder so. Oh. 5 Dukaten. Keine schlechte Wette. Gut was drin im Pott. Andere haben gesagt, du kommst nicht mal aus dem Hafen raus, weil du so groß bist. Ah. Wir werden demnächst mal die Tempelgardisten auf dich ansetzen, ne? Oh, aber Wir haben eine viel bessere Idee. Voltax, Schnauze halten. Ich will sie nicht erzählen, keine Sorge. Verlieren wir doch vielleicht den Silberberg, ja? Eine gute Idee. Zügig. Das ist eine gute Idee. Richtig, wir werden über die Luft angreifen. Wir werden hier hinauffliegen. Das hat erst einer probiert. Boltax, ich zieh dich gleich am Bart hier raus. Ja, kurz ein Beinchen. Jalan, sei doch nicht so. Der kleine Witz. Habt ihr einen fliegenden Teppich? Das sagen wir euch nicht. Warum läufst du überhaupt mit uns? Geh! Ich zwinkere ihm nur vielsagend zu. Wir werden mit Kranetsetianer aufschlagen müssen. Ja. Wir brauchen ein paar Dinge. Evitationselixiere. Und einen Plan. Gehen wir aufs Schiff. Das wird sehr spannend, aber ich freue mich schon immer auf die Blutspiele. Damit habt ihr Silberbergverbot. Mit einem letzten Schließen wird Emilio Adranes die Tore hinter euch versiegeln, euch Wissen zunicken. Er weiß natürlich schon Bescheid, dass Rafim erwählt worden ist. Und du kannst noch andere 2-3 Basaltfäuste auf den Bauern, auf den Zinnen da oben erkennen, wie sie zurufen und nicken und irgendwie mit Bieren anstoßen. Auf Nimmerwiedersehen! Oh, ich kriege euch auch, ihr Hunde! Bis morgen! Ja, sie richten erstmal so einen riesigen Skorpion auf dich. 20 Minuten später. Ja, eine Stunde später könnt ihr wieder an eurem Schiff auftauchen und irgendwas hat sich verändert. Eine Stimmung, die ihr nicht ganz greifen könnt, als ihr gerade die Planken betretet. Da könnt ihr erkennen, wie Hasswolf auf euch zutritt, irgendwie oben auf dem Dach der Decke, einige Matrosen, die angetreten sind und diskutieren in großen Pulks. Was habt ihr getan, verdammt? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Der Name ist weg. Wie, der Name ist weg? Er ist einfach verschwunden! Guck mal an die linke Seite des Schiffs, oder rechte Seite des Schiffs. Was wollt, welcher Name? Wir stehen vermutlich gerade alle 5 über die Reling gelehnt und suchen nach dem Namen. Was habt ihr getan? Welcher Depp hat denn hier den Namen geklaut? Wir waren überhaupt nicht da, Hasswolf. Was sollen wir denn getan haben? Heute Morgen war er noch... Hasswolf, wo hast... Hasswolf packt Abelmir am Kragen. Was hast du getan, du Arschloch? Hasswolf, ganz ruhig. Lass mich los. Hasswolf, ich würde dir ganz dringend empfehlen, ihn loszulassen. Will jetzt nicht euch, Kaplan. Der Name ist verschwunden. Ja, und du lässt jetzt den Kapitän los. Er lässt Abelmir runter. Ja, ich stelle mich zwischen Abelmir und Hasswolf. So, Hasswolf, jetzt kannst du ganz normal dem Kapitän erklären, was dein Problem ist. Nein, Hasswolf, Kanasetiana, Kabine, jetzt. So, mir doch egal. Ja, so könnt ihr in die Kajüte von eurem Schiff ohne Namen treten. Nun, also, Hasswolf, von vorne. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Irgendwann ist einem der Melder auf den Planken aufgefallen, dass unser Schiff verläuft. Der Name ist einfach abgeblättert. Wann? Von halben Stunde oder so, halbe Stunde Glas. Aber Hasswolf, ich sehe jetzt nicht das Problem. Wir schreiben den Namen einfach wieder dran und gut ist. Irgendwo haben wir doch noch gelbe Farbe, oder? Wir hatten gestern noch... Weißt du gar nichts über Schöpfe? Nein, ich bin ein Zwerg. Dann mal's wieder dran. Die Männer streiten seit einer halben Stunde schon. Weil sie ein schlechtes Omen halt. Natürlich, sie sind abergläubisch, verdammt. Es gab die ersten Schlägereien. Kanasetiana, hast du einem der Männer etwas zum Reinigen gegeben, das vielleicht die Farbe hat abblättern lassen? Nein. So wie das letzte Mal, als es sich durch die Deckplanke oben geätzt hat. Nein, warum? Nur eine Frage. Hätte ja sein können. Also ich habe zwar eure Tagebücher, aber... Ach so, nee, das ist... Mit dem Geschäftsnamen habe ich nichts zu tun.
könnte es ein Sabotageakt gewesen sein. Unsere Feinde wissen sicherlich auch, dass Seeleute abergläubisch sind. Wir haben unsere Posten aufgestellt. Die Dukatengardisten tun schon ihr Handwerk. Oh, ich glaube, das waren diese Habenichtse, die Rafim gestern im Hafen aufgegriffen hat. Bestimmt war das deren Rache dafür. Ach, die können doch nichts. Ja, mit so ein bisschen Reinigung. Goldax, hast du irgendeinen Wassergeist oder sowas gerufen oder einen Luftgeist? Nein, seit 4 Tagen nicht. Zumindest nicht hier auf dem Schiff. Interessanterweise in der Universität. Oh, wir haben doch in... Nein, wir verpassen, Abelmir, wir verpassen heute unsere Vorlesung. Sekunde, das ist wichtig. Ihr sagtet, vor einer halben Stunde ist der Narr verschwunden. Abgeblättert. Ihr sagtet, ihr habt aber keinen gesehen. Niemand hat was gesehen. Die Dukatengardisten haben es festgestellt. Da war schon zu spät. Wer hat festgestellt, dass der Name abblättert? Irgendein Gardist von denen. Ich kenne mich mit den Namen nicht aus. Heißen alle gleich. Vielleicht Rodrigo. Ruf einfach Rodrigo. Wir sollten dieses Phänomen mal schon untersuchen. Und hier muss Hexerei im Spiel sein. Ihr habt recht. Hier ist ganz einfach... Ich stimme zu Lamin zu. Das ist ein Sabotageakt. Da bin ich mir sicher. Tut irgendwas. Meinetwegen auch mit Magie. Schreibt diesen Namen wieder an. Na gut. Aber mir, ihr seid Illusionsmagier. Ihr macht das. Nun, das ist nicht dauerhaft. Und brennt ihn von mir aus ein. Kann auch ein wunderschönes Stückchen Stein anfertigen und das können wir dann mit, ich weiß nicht, ein paar Nägeln. Wir malen ihn erst einmal wieder dran. Froh, dass ein Großteil der Seemänner noch in den Tavernen rumsitzt. Und dann setzen wir Angroschminie darauf an. Sie soll Lettern aus Mondsilber fertigen, die wir dort anbringen können, damit so etwas nicht mehr passiert. Oh ja, das ist dein Plan. Wäre eine fantastische Idee. Sehr schön. Oh. Sagt Angroschminie, sie soll einen neuen prächtige Namen anfertigen, wie ein Namensschild aus Silber und anbringen. Warum nicht gleich aus Mondsilber? Es ist irgendwie nicht teuer. Ach, aber mir. Wir müssen auf unser Geld achten. Wenn Angroschminia ja die besten Materialien bekommen soll, dann soll sie sie auch bekommen. Ich trete irgendwie Bolter so ganz leicht auf den Fuß und signalisiere dann unter dem Tisch mit einer Hand auf Attack, mach halt. Ja. Völlig egal, was das kostet. Hauptsache, die Namen stehen wieder dran. Ja, ich gehe es ihr sagen. Ein Schiff ohne Namen ist verflucht. Und ich verabschiede mich dann kurz aus dem Raum, um Angroschminia mitzuteilen, dass sie Lettern aus Mondsilber anfertigen soll. Ich hole das Klettergeschirr, wir nehmen uns einen Eimer Farbe, du machst das wieder dran. Hallo, Voltax. Ah, Angroschminia. Schön, dass ich euch wieder sehe. Ihr seid ja so viel in der Stadt unterwegs, wir sehen uns ja gar nicht mehr. Ja, ich habe Verpflichtungen, ich muss an die Universität und den Großlingen erzählen, dass sie dumm sind. Ah, du bist jetzt auch ein gelehrter Magus, ja? Da hattest du schon erzählt, ne, dass du auch in Belhanka warst und jetzt auch in der Lampfer? Ja, man muss sehen, wo gefragt, man bleibt. Gefragter Zwerg, so. Ja, also man tut, was man kann, nicht wahr? Aber ich muss ja auch sagen, ich würde viel häufiger hier in deine wunderschöne Schmiede kommen. Es ist das riecht doch immer so gut. Aber hast du Stollen Nummer 5 aufgetragen? Oh, ja. Das riecht man. Dass du das... Oh, ja, natürlich. Das ist ja... Sie kommt so ein bisschen näher und schnuppert so ein bisschen an dir. Angroschmina, bevor ich es vergesse, Abelmir hat mich geschickt. Er möchte, weil ja irgendjemand offensichtlich in hingeschluderter Arbeitsweise diesen Namen nicht ordentlich auf unsere Schiffsplanken gemalt hat, möchte er, dass du jetzt für uns, weil es Glück bringen soll, Lettern aus Mondsilber machst, die wir an das Schiff anbringen können. Geld spielt keine Rolle, hat er gesagt. Ja, dann muss ich ja mal auf den Markt. Ach so, deswegen bist du hier. Ich hatte jetzt gedacht, du wolltest dich mit mir unterhalten, aber du hast wegen einem Auftrag bist du hier. Nein, ich möchte mich auch mit dir unterhalten. Also,
Wie sieht es dann heute Abend aus, wenn du fertig mit deiner Arbeit bist? Wollen wir dann vielleicht mal einen schönen Spaziergang durch die Stadt machen und ich zeige dir, wo der Fex-Tempel bald mein Waisenhaus bauen wird? Ach, du hast ein Waisenhaus gebaut? Das ist ja nett von dir. Naja, ich habe es nicht gebaut. Ich bin ja nicht so gut, was das Handwerkliche angeht. Aber vielleicht kannst du mir noch ein paar Ratschläge geben und wir können uns den ersten Grundriss einmal gemeinsam angucken. Das ist ja eine super süße Idee von dir. Ja, das dachte ich mir auch, wenn du da Lust drauf hast. Kinder sind total wichtig. Ja, finde ich auch. Kinder sind unsere Zukunft. Also vor allem für uns Zwerge, wo wir ja nicht so viele Kinder kriegen. Ja. Ich habe gehört, in meiner Familie ist das mit dem Kinderkriegen gar kein Problem. Also wir haben eine sehr, sehr gute Veranlagung. Viele kräftige Zwillinge und Drillinge und Fünflinge und Achtlinge und Sechzehnlinge, Familie. Ich finde ja Vierlinge finde ich ja total gut. Ja. Aber sag mal, so als Held, da stehen ja die Zwerge dann sicherlich Schlange bei dir, oder? Sie guckt dich so ein bisschen prüfend an. Nein, jetzt machst du mich aber verlegen. Also wenn ich ehrlich bin. Also wie viele hast du denn? Jetzt wird sie ernst. Ich hatte noch nie eine. Noch nie? Nein. Warum nicht? Du bist auch eigentlich ganz attraktiv. Danke, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Du bist schüchtern? Merkt man, die sollst du gar nicht an. Also so einem Drachen in den Arsch treten kannst du, aber wenn es dann um Frauen geht, dann ist plötzlich... Ich bin da vielleicht... Ja, ich habe... Du bist ja auch im Wald groß geworden, oder? Das wird sein. Dann hattest du auch gar nicht so viel Kontakt mit den wenigen Zwerginnen, ne? Ich meine, im Stollen trifft man ja so... Einmal pro Woche trifft man ja im Stollen auf eine Zwergin, aber wenn man im Wald wohnt, da ist ja gar nichts. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt. Tiere und sowas, ne? Tiere sind auch nett, aber nein, Zwerginnen sind schon viel toller als Tiere. Das muss ich ja sagen. Und du bist natürlich auch eine ganz tolle Zwergin. Ja, du bist auch ein ganz toller Zwerg. Danke. Das höre ich gerne. Also, wie gesagt, wenn du heute Abend mit mir zu meiner kleinen Baustelle ausgehen möchtest, dann wäre das eine große Ehre und eine große Freude für mich. Sie nickt. Ja. Ja, kann sich dann noch verabschieden, noch so ein bisschen rumdrucksen und als er dann wieder nach draußen tritt, kannst du wohl erkennen, wie bereits über eine der Planken der Handwerker, die runtergelassen worden sind, irgendwelche Seile, die dann da runterhängen, Abelmir und Jalan stehen da wohl irgendwie unten, kannst dann wohl dich über die Reling runterlehnen und kannst dann sehen, wie sie da wohl schon mit einem großen Eimer Farbe stehen und sich gegenseitig anschreien. Aber du musst das Ding, halt das hoch, es tropft überall hin. Der Captain malte den Namen ran. Ich kann nicht malen, außerdem sollst du hier unten noch untersuchen, ob Hexerei eine Sache ist. Höher! Wird's bald! Ich ziehe schon! Ich tu eher! Hallo, Jalan. Ich zieh da noch eine Weile rum, um aber mir beim Zaubern zu decken. Ja. Das Problem ist, dass eure Aggression stärker wird, wenn Jalan dann irgendwann den Eimer und die Farbe, den Pinsel greift und dann versucht selber dann. Es läuft einfach runter. Die Farbe ist flüssig. Das Ding hält dich gerade! Die Farbe ist einfach flüssig. Nehme den Eimer und werfe ihn ins Hafenbecken. Das war jetzt nicht besonders effektiv. Zauber einfach endlich! Ja, ich spreche. Igi Gamagot. Und wirke ein Udamakanum. Ist gelungen, 14 Sternchen über, keine Magie. Es ist nicht magisch, wie ich vermutete. Ach, verdammt nochmal. Hey da oben, zieh uns rauf! Seid ihr fertig, ich ziehe! Ich marschiere sofort. Und ohne Grund kannst du sehen, wie wohl eines der Seile reißt. Kriegst kurz einen Schreck und muss sich kurz festhalten an der Nabelmir. Und hast du Glück gehabt. Gut, warum auch immer jetzt dieses Seil gerissen ist, war eigentlich ein dickes Tau, aber ihr seid wohl vom Unglück verfolgt. Das muss sich so eingeschlichen haben. Thanks, sei Dank, das hätte knapp werden können. Und mit diesen trüben Gedanken blickt ihr
von der Reling auf euer Schiff, begutachtet es. Was ist hier geschehen?